So, dann suchen wir mal hier unsere Scarlet. Ich sag's dir, das ist nicht nur ein Gerücht. University Point, diese Siedlung an der Küste, wurde von Swins ausgelöscht. Okay, da haben wir jetzt eine coole Information aufgefasst. Mal gucken, was die uns noch so bringen kann. Haben wir die denn jetzt, Scarlet? Muss irgendwo hier hinten sein. Da ist sie doch. Was ist das denn da für ein Typ? Ach, das ist der Bürgermeister, ne? Miss? Ich mach grad Pause. Kann ich dich was Persönliches fragen? Es geht um Travis. Travis? Wirklich? Hat er was über mich gesagt? Ich hab von dem Kampf gehört. Travis war wirklich tapfer. Ja, total. Du solltest ihn mal besuchen. Meinst du? Ich meine, ich habe schon mal ein Auge auf ihn geworfen. Vielleicht... Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Hey, Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch. Also rede doch einfach mal mit ihm. Okay, ich mach's. Ich gehe gleich zu ihm rüber. Danke. Voll der Verkuppler. Ja, ich finde das lustig. So, jetzt reden wir mal gleich hier mit dem Typen. Nicht die Farbe anfassen. Leute, ich brauche mal eure Aufmerksamkeit. Was auch immer. Was auch immer? Du weißt nicht, was das ist, oder? Das ist die Mauer. Der große grüne Wächter. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Worum geht es? Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden, nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Farbe besorgen. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Jo, easy. Machen wir. Aber jetzt sprechen wir erstmal mit Yefim, oder wie der heißt. Hast du von dieser Siedlung gehört? Covenant ist echt nett da und sauber. Der Zugang ist aber streng reglementiert. Okay, danke für die Info. Ich werde mich da mal umsehen. Das ist echt lustig, dass die mir so Infos geben. Red am besten mal mit Doc Crocker im Mega Surgery Center. Ja, das weiß ich schon. Aber wir gucken jetzt erstmal, was hier so geht. Vielleicht haben wir die ja jetzt erfolgreich verkuppelt. So. Warst du schon mal in den Stands? Na, lass mich doch mal durch. Die Leute da können sich eine Menge Klamotten leisten. Geh mal weg. Das ist schrecklich. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Er hat Blödsinn gemacht und sieh nur, was jetzt passiert ist. Und du musst helfen. Ich kann das nicht. Du musst mir helfen. Wovon redest du? Ich rede von Vadim. Sie haben ihn entführt. Es sind ein paar Männer aufgetaucht. Sie meinten, sie wären Freunde von denen, die du umgebracht hast. Und sie meinten, dass Vadim ihnen wegen der Sache Geld schuldet. Er wollte nicht zahlen. Also haben sie sich ihn geschnappt und meinten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass er zahlt. Und dann haben sie ihn einfach nach draußen geschleppt. Du musst was tun. Bitte sag mir, dass du was tun kannst. Ich hole ihn zurück, Yefim. Darauf kannst du dich verlassen. Bitte bring ihn einfach nur zurück. Er ist ein Idiot, aber er ist mein Bruder. Ich würde dich ja begleiten, aber jemand muss hier bleiben. Sprich mit Travis. Vielleicht weiß er, wo sie ihn hingebracht haben. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Die liegen übrigens immer noch hier rum. Finde ich ja witzig. Das aktivieren wir mal. So. Also hier drin scheint er ja nicht zu sein. Gut, dann gucken wir mal draußen. Okay. Irgendwo da drüben. Wahrscheinlich in seiner Klitsche da. Jo, tatsächlich. Ich lach, wenn die jetzt am Rummachen sind. Hat nichts in seinem Briefkasten. Hast du Vadim gesehen? Er wurde im Dugout entführt und Yefim dachte, du weißt vielleicht, wo sie ihn hingebracht haben.
Das ist echt kein lustiger Witz. Echt nicht. Ich mach keine Witze, Travis. Das ist ernst. Und ich brauche wirklich deine Hilfe. Moment. Echt jetzt? Oh. Oh, Mann. Wow. Ist das... Das ist wegen dieser Sache, oder? Es ist... Das ist meine Schuld. Nein, Travis. Das ist eine Sache zwischen Vadim und diesen Männern. Es ist nicht deine Schuld. Aber wenn ich nicht gegen sie gekämpft hätte, wäre das vielleicht nicht passiert. Pass auf. Ich hab nicht allzu viele Freunde. Wenn Vadim verschwunden ist oder in Schwierigkeiten steckt, dann werde ich helfen, ihn zurückzuholen. Glaubst du wirklich, dass du das tun kannst, was getan werden muss? Du sprichst davon, Leute zu töten, oder? Wenn es nötig ist. Ich habe genug mitbekommen, um zu wissen, dass sie vermutlich in der alten Beantown-Brauerei hocken. Wir müssen dahin und ihnen zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dann holen wir Vadim zurück und alles wird gut, oder? Ich besorg mir eine Waffe, wir treffen uns da und dann bringen wir das zu Ende. Okay, machen wir. Ich mach grad Pause. Ach, ernsthaft, die war jetzt auch hier. Warte, hey, mal. Scarlett. Hey, schwind doch nicht einfach. Hallo, ich will wissen, wie es gelaufen ist. Ich mach grad Pause. Ja, ich weiß es jetzt. Ich dachte ja, du erzählst mir mal so ein bisschen. Hallo, wer bist du? Hi. Hi. Oh, wow, du bist aber hey, groß. Hey, Kleine. Ich soll nicht mit Leuten. Hallo. Erschießt du Leute, Mister? Mein Papa sagt, dass fremde Leute erschießen. Ja, das stimmt. Hast recht. So. Dann gucken wir noch mal. Haben wir jetzt alles aktiviert? Tatsächlich. Dann schauen wir doch mal. Da ist eine Blähfliege. Baumarkt ist da draußen irgendwo. Und Combat Zone, Nick Valentine, Freedom Tail. Trail, nicht Tail. Da ist also so eine Beantown-Brauerei. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil wir haben da auch noch was abzugeben. Dann reisen wir da mal hin. So, hallo. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben noch mal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Ja, das kann gut sein. Schauen wir mal einmal, ob wir hier wieder was Neues braten können. Käfersteak, das klingt aber echt widerlich, ey. So, wieso? Was? Ach so, ich höre dich auf Stiel. Ich würde schon sagen, wozu braucht man denn da Holz? 4 Stück. Davon, ein davon und ein paar davon. Oh, da haben wir auch noch was. So. Tränke haben wir nix. So. Wir gucken noch mal einmal in die Skill-Tabelle. Ich glaube. Haben wir denn? Ach ne, wir haben gar keinen Rang. Schade. Ich habe irgendwie gedacht, wir hätten da was zum Level-Uppen. So, dann gucken wir mal. Einmal müssen wir mal was hier nehmen. Red Away oder so. Um mal das wegzubekommen. Und dann können wir was trinken. So. Ich würde gerne mal eine Waffe nehmen.
Ich weiß aber gerade nicht, welche. Was haben wir denn da so Feines? Impro-Pistole. Leuchtpistole. Ich würde ja gerne mal diese Machete pimpen. Das sieht bestimmt dann geil aus. Scharfschützengewehr, Jagdgewehr, Improgewehr. Dann können wir doch das hier, die mal wegtun. Die brauchen wir ja dann nicht. 10 mm Impro. Warte mal, 37 Schaden. 12 Schaden. Dann packen wir das auch mal weg. So. Dann nehmen wir mal die hier erstmal. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Dort. Okay, das ist ja jetzt nicht so weit weg, denke ich mal. 90 Meter. Können wir das mitnehmen? Nee, schade. So, Militärfrequenz gefunden, aber das ist jetzt erstmal egal. Weil ich speichere mal einmal. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass hier was Krasses auf uns wartet. So, wo ist der denn jetzt? Da ist er. Tach. Oh, Gott sei Dank. Du bist da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim haben, dann ist er vermutlich drin. Wir... uns passiert doch nichts, oder? Weißt du sonst noch was über diese Brauerei? Nicht wirklich. Ich meine, ich glaube, sie haben sich hier mit ihrer kleinen Gang eingenistet. Es sollten nicht allzu viele sein. Irgendwelche letzten Ratschläge? Ich habe sowas noch nie gemacht. Erst schießen, dann fragen. Verstanden? Ja. Ja. Holen wir sie uns! Alter, ist der krank, ey. So, sieht doch ganz schick aus hier drin. Irgendwie gerade ein bisschen leer. Oh, hier ein Terminal. Gucken wir mal, was wir da so Schönes haben. Info zu Brauereiführungen. Aha, okay. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so spannend. Da oben ist auf jeden Fall einer. Erstmal gehen wir mal. Oh, ich muss nachladen. So. Der hat geschlafen. Finde ja komisch, dass es gar keiner kommt. Okay, da ist nichts mehr. Oh. Ach, ich dachte, das wäre ein Hammer. Schade. So, du hast übrigens gar nicht geschossen. Ich habe gesagt, erst schießen, dann fragen. Ah, ich speichere nochmal. So. Ich hab den Arsch gefunden. Ich hab keinen Arsch. Ich bin arschlos. Toll, ich sehe den nicht. Ich geh jetzt mal einfach hier rein. Ah, toll. Willst du wohl Spielchen mit dir spielen, was? Oh, Alter, ich triff den nicht. Was ist denn los? Geht doch. So, wo ist der Rest des Schützenfests? Hallo, darf ich mal hier durch? Wo sind die denn? Warum müssen sie sich immer wehren? So. Ist der andere? Da. Ah, komm schon. Hallo? Ich treffe den nicht.
Mikrofon hier, das ist so scheiße. Ja, weil du jetzt nämlich sterben wirst. Wo bist du denn jetzt? Hast du Angst? Angst vor mir, ey. Was ist los? Ach, er hat ihn geschossen. Erschossen, nicht geschossen. So. Dich looten wir mal. Ups, ich wollte dich rauszoomen. Mehr noch schöne Sachen. Ich glaube nicht. Ich frage mich nur, wie man da hochkommt. Ist mal wieder runter. Ach, hier kann man rein. Okay. Und hier liegt auch noch einer. Gehärtet. Das nehmen wir mal mit. Gucken wir mal einmal fix in unser Inventar. Kleidung. Ob wir da irgendwie was Besseres gekriegt haben. Plus 5. Linkes Bein. Was haben wir denn da beim linken Bein eigentlich an? Rechtes Bein? Oh, das ist gut. Nehmen wir doch das mal. Ah, das gibt weniger. Das gibt auch ein bisschen weniger. Okay, dann lassen wir das, glaube ich, erstmal so.